Selbstbewusst und erfolgreich miteinander, das ist sozusagen, das Miteinander braucht diese beiden Dinge, um tatsächlich zu gelingen, da zu sein und im täglichen Arbeitsprozess wirksam zu sein. Selbstbewusstsein, das ist wichtig im Sinne von, dass ich erstmal weiß, wie ich selbst funktioniere, was meine Befürchtungen und Hoffnungen sind, was meine Brillen sind, die ich aufsetze, meine Haltung, die im Hintergrund irgendwie tätig sind. Mir das bewusst zu machen, ist ein wichtiger Punkt, weil so viel wissen wir in verschiedenen Zusammenhängen, dass ich beim anderen immer nur das erkennen kann, was ich selbst bei mir schon erkannt habe und benennen kann. So, und wenn ich bei mir eine Menge weiß, von mir eine Menge weiß, wie ich funktioniere, dann weiß ich auch, wie Mitarbeiter funktionieren, weil es sind ebenfalls Menschen. Und das muss man auch nochmal sagen. Führen heißt ja nicht, eine gewisse Menge an Substanz, an Human Resources zu verwalten oder zu leiten oder in bestimmte Richtungen zu schicken, sondern heißt ja, ich gehe mit Menschen um und ich bin selbst auch ein Mensch. Also geht es bei Führung immer darum, wie gehe ich als Mensch mit anderen Menschen um? Wie schaffe ich es, dass diese Menschen folgen wollen? Nicht, wie schaffe ich es, dass sie in irgendeiner Form sich begnügen mit einem Tun, das gerade ausreicht, um den Alltag sich bezahlt erscheinen zu lassen, sondern wie schaffe ich es, dass diese Menschen mit Freude in mir folgen, weil ich etwas verkörpere für sie, was lohnenswert ist. Und das kann durchaus sein, dass ich über Orientierung verfüge, dass ich in Kontakt stehe, dass ich kommuniziere, dass die Menschen merken, dass ich sie ernst nehme. Diese Dinge, die sind wichtig. Das ist Führen. Alles andere ist Verwalten oder manche sagen Managen, organisieren. Jemand sagt mir, ist das nicht Sozialpädagogik, die hier beschrieben wird? Ich sage, nein. Und wenn, dann wäre sie hilfreich. Was ja auch schon mal ganz schön ist. Es geht darum, den Alltag zu erleichtern, selbst Zeit zu gewinnen, selbst Gestaltungsraum für sich zu finden und zu gewinnen, statt, wie es immer wieder heißt, in zu eng getakteten Räumen zu viel machen zu müssen. Es geht darum, Zeit für Besinnung zu haben, Zeit für Kontakt zu finden, Zeit für Kommunikation. Wobei Zeit keine Räumlichkeit ist oder keine Quantität ist, sondern es ist eine Qualität. Ein Mitarbeiter, der sich verstanden fühlt, versteht mich, wenn ich sage, ich habe keine Zeit. Ein Mitarbeiter, der seit langem versucht, mich zu erreichen und hört, ich habe keine Zeit, der weiß, ich habe keine Zeit für ihn. Und er wird es weiterhin versuchen, an meine Zeit zu kommen und er wird es schaffen.